auch einen kreativen Zugang zu der Bibel hat die Sängerin und Musicaldarstellerin Tanja Urban aus Basel. Für ihr Debütalbum «Sela» hat sie Psalmen im Musical-Stil verfasst. Im Mai sind wir an ihrem Release-Konzert. Du bist meine Hilfe, jetzt verlass mich nicht. Gott, du mein Retter, lass mich nicht im Stich. Zeig mir, wie ich leben soll und führ mich auf dem rechten Weg. Es war so schön, dass ich sehe, wie das jetzt alles zusammenkommt mit den Streichern und mit der Leila, die Spoken Word Texte gemacht hat. Und einfach das, was man sich jetzt halt so lange vorgestellt hat und geplant hat, jetzt einfach mal so gesehen, wie es jetzt wirklich zusammenpasst und zusammenkommt. Musik und Tanz begleiten Tanja Urban bereits ein Leben lang. Nach dem Gymnasium besucht sie die Swiss Musical Academy in Bern. Von diesen drei Sparten, Tanz, Gesang, Schauspiel, komme ich eigentlich vom Tanzen, eben mit 5 Ballett und das halt einmal weitergemacht. Ich bin eigentlich als Tänzerin an die Musicalschule gegangen und als Sängerin vor der Musicalschule, weil ich dort eigentlich Singen so entdeckt habe. Ich konnte nach der Ausbildung in verschiedenen Theatern spielen. Also im Stadttheater zu Bern habe ich gespielt und in Luzern noch 2 Jahre im Theater. Später geht Tanja mehrere Monate für ein Tanzprogramm nach New York. Dort wird ihr definitiv bewusst, dass sie sich in Zukunft aufs Singen konzentrieren möchte. Nach der Familiengründung ist Tanja selbstständige Ballettlehrerin und für mehrere Jahre als Kirchenmusikerin angestellt. Nebenher hat sie private Engagements als Sängerin. Ich habe mir ja seit 10 Jahren wie ein Projekt gewünscht, wo ich so mein Glauben und das Musical so miteinander verbinden kann. Und von dem her ist es wirklich so etwas, das ganz im Kleinen angefangen hat zu wachsen. Und dann eigentlich, durch das ich eben dann mit den Psalmen wie gemerkt habe, dass es eine gute Art ist, um das zu verbinden. Die Liebe zu den Psalmen hat Tanja durch einen Workshop mit dem kanadischen Musiker Brian Dirksen entdeckt. Psalmen drücken so viel aus, es gibt so viele Höhen und Tiefen und viele Emotionen. Und ich glaube, das kann man mit der Musical-Musik sehr gut ausdrücken, weil es halt sehr ausdrucksstark ist in beide Richtungen. Und habe ich gewusst, ich möchte gerne das Projekt in einem Theater machen, nicht in einer Kirche, damit Leute sich angesprochen fühlen, die jetzt nicht unbedingt möchten, in eine Kirche kommen möchten. Weil mein Wunsch ist, das Projekt nicht jetzt in erster Linie nur für Leute, die glauben, ist, sondern wirklich auch sonst inspirieren kann. Ja, wenn Gott selbst für mich ist, so kann ich seiner Liebe doch getrost vertrauen. Nur er kann mir helfen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt. Hosanna, er lädt uns doch. Er gibt doch Gelingen. Hosanna, er lädt uns doch. Die grösste Herausforderung war für mich, dass ich eigentlich keine Songwriterin bin. Und als ich dann die Idee hatte für die Psalmenvertonungen, habe ich dann gedacht, jetzt brauche ich einfach noch jemanden, der mir die Lieder schreibt. Ich habe dann niemanden gefunden. Und aufgrund von Ermutigung von 2-3 Leuten, die mich wirklich unabhängig voneinander so in der gleichen Zeitraum so ermutigt haben, dass ich einmal einfach einen Song schreiben soll. Dann habe ich mir einen ersten Song gemacht, das war der Psalm 27. Das war wirklich mega spannend, weil ich den ganz oft immer gelesen habe und bin mit dem so unterwegs. Und dann habe ich gedacht, doch, jetzt
jetzt hocke ich einfach mal ans Klavier und jetzt schreibe ich da und in einer halben Stunde ist er einfach so gekommen. Also eigentlich, ich hatte den ganzen Song, so die erste Version gehabt, nach einer Session, und das war für mich wie ein bisschen ein Wunder gewesen, weil für mich ist es wie wenn Gott mir diesen Song gegeben hat. Mir ist es wichtig, dass ich beim Bibeltext treu bleibe, dass es wirklich eine Vertonung ist, dass ich nachbleibe am Text. Ich habe zuerst den Text in eine Form gebracht, dass also mir überlegt, was könnte der Chorus sein, wo sind die Strophen, ein bisschen eine Struktur geben. Und habe mir dann überlegt, was möchte ich für das Lied für einen Groove, für ein Feeling. Habe mir dann wie ein bisschen vorgestellt, wie tönt der Song so im Kopf. Und dann habe ich das, was ich im Kopf hatte, probiert, aufs Klavier zu übertragen. Ich wusste von Anfang an, dass ich Spoken Word Text dazu habe. Eine Bekannte hat mir dann Laila empfohlen. Sie hat gesagt, sie macht das, ruft ihr doch mal an. Dann hat sie das Telefon bekommen. Genau, ja. Ich habe dann zuerst, ich habe sie vorher noch nicht kennt, noch vom Hörensagen, vom Worship Coffee, den ich ab und zu gesehen habe. Und habe mich mega gefreut eigentlich über die Anfrage. Danke, Kiko. Sehr gerne. Ich habe es toll gefunden, dass sie. Zum Teil, dass ich mich ein bisschen an den Lieder anpassen oder umgekehrt. Das war für mich eine sehr angenehme Zusammenarbeit, wo ich sehr mich selber sein konnte. Also für mich ist es auch so ein bisschen im Austausch und eben sich gegenseitig inspirieren. Eben gerade der erste Psalm, den sie geschrieben hat, der Psalm 13. Das war ein bisschen speziell. Und dann hat sie mir geschrieben, hey, ich habe gerade Inspiration gehabt. Schau, ich habe gerade schon einen ersten Text geschrieben, Psalm 13. Und im ersten Mal ist es auch genau der, den ich eigentlich nicht wollte. Ich habe den Text dann gelesen und habe mich so angesprochen. Es war gerade mega stark formuliert. Und es hat mich gerade inspiriert, um den Song zu schreiben. Und ich habe dann diesen Song jetzt speziell wirklich als Antwort auf ihren Text vertont. Und das ist jetzt eigentlich einer meiner Lieblingssongs geworden. Meine Sorgen belasten mich, als wären es Schmerzen, zugefügt, wie durch einen gezielten Messerstich. Wie lange wirst du mich vergessen? Wie lange wirst du dich verbergen vor mir? Ich habe aufgehört zu zählen, wie viele sind es, die über mich lachen. Heimlich verspotten sie mich und öffentlich freuen sie sich. Sie jubeln beim Gedanke daran, mich zu besiegen. Lass es nicht zu! Ja, ich habe aufgehört zu zählen, denn unzählige Male schon hast du mich befreit von meiner Last. So verlasse ich mich auf deine Liebe und vertraue darauf, dass du mir abermals gnädig bist. Und mein Herz beginnt dir zu singen, denn du, mein Herr, vergisst mich nicht. Auf deine